Sehr, sehr viel besser aus auf Schweriner Seite, aber jetzt haben sie den Ball plötzlich nicht mehr rüberbekommen. Der Block auf Stuttgarter Seite stand. Dafür nehmen die Spielerinnen des SSC jetzt die Halle mit hier. Und Ross bringt den Ball wieder rein und da haben sie so reinlich nervös gemacht, denn der Ball geht ins Netz. 6:8. Patricia Thormann. Jetzt bei der Angabe. Keine Sprungaufgabe. Wir kriegen die Stuttgarter nicht richtig unter Kontrolle und jetzt die Möglichkeit für Schwerin, einen Angriff. Die Finte nach außen, schön über den Block geschlagen und dann kriegen sie ihn nicht weg. Alarova mit dem 7:8. 6:8, Entschuldigung. Dann sind wir uns doch eigentlich doch 7:8. Und wieder die Möglichkeit für Schwerin jetzt sogar zum Ausgleich. Alarova, da findet sie den Lücke im Block. Stuttgart kriegen ihn nur zurück und schlecht gespielt. Den kriegt Alarova gerade so rüber. Und der Ball ist weg. Da haben sie alles versucht. Das war nicht, sah technisch nicht so toll aus, aber letztendlich zählt nur der Punkt und den holt in dem Fall der Schweriner SC. Achter Acht Angabe, Patricia Thormann. Und auch der Ball im Block. Denise Hanke und die Führung für den SSC. Und ein längerer Kreis jetzt von den Stuttgartern. Wollen sich neu motivieren. Wollen diesen Satz hier nicht außer Hand geben. Und Thormann scheitert am Netz. 9:9. Und die Sprungaufgabe sehr schwach von Kim Renkema. Der wäre wahrscheinlich, wenn sie nicht die eigene Mitspielerin ab, schießt und im Netz durchgegangen. Adlerova mit der Angabe. Oh, schön geholt und durch den Block durchgeschlagen. Da hat sie die Lücke gefunden, Nadja Schmaus. Schaus natürlich. 11:9 für den SSC. Jetzt sind sie hier im Spiel drin. Oh, da hat sie Glück gehabt. Da hat sie richtig Glück gehabt. Vendula Alarova mit dem Ass nach dem Netzroller. 12:9 für den Schweriner SC. Und jetzt schauen wir nochmal hin, jetzt die Auszeit genommen von Smart Allianz Stuttgart. Und trotzdem scheint mir Ture Alexandersson, der Schweriner Trainer, immer noch der etwas aktivere, der seine Mädchen da weiter anheizt, da genauso weiter dran zu bleiben. Und sie sind jetzt erstmal dran mit der Angabe. Vendula Alarova. Der ist zu weit. 12:10. Angie Blank mit der Angabe. Oh, die wäre zu weit gewesen. Wir holen die Schwerinerin noch, können ihn aber nur rüberbringen. Und auch den Ball kriegen sie dann nicht mehr. Janine Völker. 12:11. Land erneut mit der Angabe.
Oh, da waren sie sich auf Schwariner Seite nicht einig, wer da hingeht. Alaroba oder Thormann. Und Thormann kommt da nicht richtig unter den Ball. 12 zu 12. Das war klasse ausgespielt auf Schweriner Seite. Berit Kaufeld, die den Ball dann abnimmt. Aber vorher Alaroba, die den leicht annehmen kann, diese Angabe zu ungefährlich. Kurz abgelegt und Kaufeld dann mit Wucht, mit Schwung. Und mit dem Punkt. 13 zu 12. Und Kaufeld jetzt auch mit der Angabe. Sprungangabe, da sind sie sich nicht richtig einig auf Stuttgarter Seite und kriegen ihn deshalb nicht gefährlich rüber. Und auf Schweriner Seite läuft das deutlich besser. Und wieder ist der Block der Stuttgarter offen. Und Nadja Schaus sagt Dankeschön und spielt genau zwischendurch 14 zu 12. Wechsel jetzt auf Stuttgarter Seite. Renkemar geht aus dem Spiel. Und Flore Gravestein kommt in die Partie. Kaufeld jetzt wieder mit der Sprungangabe. Ja, sehr eigener Stil. Nur kurz rübergespielt, haben die Schweriner schön abgefangen. Die Finte und wieder in der Mitte durch. Schaus erneut mit dem Punkt. Und wieder kriegen die Stuttgarter da den Block nicht zu. Da ist definitiv eine Baustelle, wo sie schnell dran arbeiten sollten. Und der Ball zu weit von Kaufeld. Im Aus. Und damit Punkt für Stuttgart. 14 zu 13. Novaskova mit der Angabe. Alaroba kurz abgespielt. Anja Brandt bleibt im Block hängen. Einmannblock. Hatten sie eigentlich schön reagiert von Thormann, aber sie bringt den Ball zu weit. 14-14. Ja, diesmal ist der Block zu auf Stuttgarter Seite. Und der Schweriner Block steht nicht. Und sie schreit schon vorher. Schreit schon vorher ihre Freude raus, dass der Ball noch gar nicht aufgeprallt. Maren Brinker. Die hat gemerkt, sie kriegt den Ball am Block vorbei. Und das ist der Punkt. Und währenddessen beschäftigt der Fanblock seine Bemühungen, ihre Mannschaft hier anzufeuern. Und Schaus durch den Block. Und sie kriegen den Punkt. Da war der Block noch dran. Der Ausgleich, 15-15. Angabe Denise Hanke. Auch da haben sie wieder Glück, die Sperre. Nee, die haben die Stuttgarter noch klasse geholt. Dann der Block von Thormann. Und der Schweriner Block steht mit Schaus. Ein etwas konfuser Ballwechsel. Da habe ich erst gedacht, der Ball von Hanke nach dem Netzroller ist wieder direkt der Punkt. Jetzt natürlich die technische Auszeit nach dem 16 zu 15. Und dann geht es doch noch weiter. Und letztendlich ist der Block von Schaus dann der entscheidende, weil dann kommt der Ball nicht wieder rüber. Und so die Führung für den SSC. Und Ture Alexandersson redet weiter fieberhaft auf seine Mädchen ein. Er erwartet mehr. Er wird jetzt nicht mehr, nicht weniger erwarten als den Satz gewinnen.
Selbst jetzt, wo die Mannschaften schon wieder auf dem Feld sind, redet Alexandersson noch auf seine Mannschaft ein. Und jetzt gibt es aber erstmal den Aufschlag von Schwerin. Und der Block von Anja Brandt. Und Schaus, den hat sie sich schön ausgeguckt. Der Block steigt hoch und er legt sie in die freie Fläche, genau in die Mitte. 17 zu 15. Und jetzt erneut wird es eine Sprungaufgabe geben von Denise Hanke. Auch die war gut, aber die Stuttgarter können daraus den Kapital schlagen und der Ball ist weg. Der Ball ist raus, so habe ich es zumindest gesehen, die Schiedsrichter auch. Der Ball prallt außerhalb des Spielfeldes auf. Und damit Punkt für den Schweriner SC, 18 zu 15. Denise Hanke. Und da wieder der Block. Brandt und Thormann steigen da hoch und die Stuttgarter kriegen den Ball wieder nicht raus und es gibt erneut Auszeit. Genommen von den Stuttgartern. 19 zu 15. Und jetzt hat man sich ein bisschen aufgeteilt. Gibt es da nochmal eine Ansprache mit einzelnen Spielern und auch mit der etwas größeren Gruppe. Ja, jetzt sehen Sie es auch. Es wird dann nochmal Mut zugesprochen. Da haben sie sich Anna Novaskova nochmal zur Seite genommen und hoffen jetzt darauf den entsprechenden Effekt. Und dass man hier diesen Satz doch nochmal holen kann. Momentan sieht es ja nicht so aus. 4 Punkte vor für den Schweriner SC. Denise Hanke bei der Angabe. Und die geht ins Netz. Und Angabe von Brinker. Er wollte Thormann durch die Lücke im Block schlagen, trifft ihn aber nicht richtig. Der Ball war aus. Und die Stuttgarterinnen zeigen an, er war ein Block dran. Und der Seitenschiedsrichter zeigt dies auch so. Punkt für Stuttgart. Und er bringt er mit der erneuten Angabe. Und die ist viel zu weit. Hat es zu gut gemeint, 20 zu 17 für Schwerin. Und Schaus mit der Angabe.